Hi! Ja, ihr seht's. Selben Klamotten. Ich habe mich von mir selbst breitschlagen lassen, noch eine Folge aufzunehmen. Ich war so im. Oh, Entschuldigung, Sekunde. Gut, dass ich zumindest die Klimaanlage in der Zeit laufen hatte. Und jetzt ist sie aus. Ich war mit mir selbst am Hadern so im Kopf. Ah, sollst du noch? Du musst eigentlich schon längst weg sein. Aber du hast voll Bock und. Da kannst du vielleicht noch irgendwie ein bisschen mit der Zeit spielen, nächstes Mal. Ja, jetzt mache ich das halt. Und wir gehen als erstes dahin. Denn die einzige Quest, die ich noch im Kopf habe, ist für die Perle hier einen Platz zu suchen. Und ich glaube, wenn ich hier die Quest mache, dass alle sich wieder gleich lieb haben, hoffentlich. Dann... Ich habe hier drei Feuervogel. Sehe ich die hier auch irgendwo unter? Du machst wirklich ernst, was? Bring sie rüber zu Buß. Dann werden wir ja sehen, was er damit vorhat. Ich weiß, was er damit vorhat. Er will euch alle töten. Also nicht mit den Eiern, aber mit den eigentlichen Spinneneiern. Speichern. Wo ist er? Wo ist er? Buß. Du bist mein Mann. Da. Hallo. Hier ist die Lieferung, die du wolltest. Ah, sehr schön. Her damit. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und mache einen schönen Rum für uns alle. Wenn ich fertig bin, kannst du den Rum an alle im Lager verteilen. Ich werde dafür einige Zeit brauchen. Also komm später wieder. Fuck! Haben wir schon bestimmt gelesen. Ja gut, dann gehen wir doch erst zu den Eingeborenen. Vielleicht müssen wir auch schlafen dafür. Was ich nicht hoffe, weil ich immer noch Angst habe, dass wir wieder träumen. Ich weiß, wo wir ein schwarzes Herz gegessen haben. Nö. So, was haben wir noch? Hallo. Hab ich was für dich? Nee, hab ich nicht. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch die Kieler. Danke. Genau wie die Insel hier. Nee, echt? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur, du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man einen Speer im Rücken. Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Oh, halt doch die Fresse. So, nächster. Obol, liegt da noch? Ach, Samogeil. Einer. So, haben wir überhaupt schon mal irgendeinen Trank benutzt? Da haben wir, glaube ich, schon das Ding rausgenommen, ne? Gucken wir mal. So. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Sie. Bring sie mir, sobald du sie gefunden hab hast. Hab ich. Da. Ich habe eine schillernde Perle gefunden. Das ist gut. Deine Suche war bestimmt anstrengend. Danke. Naja. Ich danke dir. Das wird sich gut machen in unserem neuen Zepter. Ja, Panther. Einem starken Panther habe ich das Herz genommen. Nice, Menge Gold. Dann werde ich es gut aufheben. Es wird das Herzstück unseres Zepters sein. Wegen Herz oder? Egal. Wir bekommen 500 Gold dafür. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass wir die Quest vielleicht nicht mehr machen. Also nicht mehr machen können, wenn wir wahrscheinlich irgendwo schon beigetreten sind. Ich habe ein sehr stabiles Spinnenbein gefunden. Chee. Das ist großartig. Das wird der Griff für unser Zepter sein. Jadebrocken. Wir brauchen einen großen Jadebrocken. Ganz im Nordosten von Kila gibt es eine vorgelagerte Insel. Dort gibt es viele Stollen und Höhlen voller Jade und anderen Gesteinen. Sei aber vorsichtig. Es heißt auch, dass sie besonders gefährliche Tiere beherbergen. Was? Im Nordosten? Da waren wir gerade. Da gibt's Höhlen? Gibt's denn da Höhlen? Meint die jetzt hier? Oder da? Oder habe ich irgendwie hier? Muss ich da jetzt nochmal hin? Fuck, ey. Ich habe ein Haar von Makoto. Gut. Lass es mich in die Puppe weben. Hier, nimm sie. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen.
Und jetzt, Yala Gucho, wirke Voodoo. Übernimm Makoto. Ja, später. Kann ich da nochmal hinreisen, Mann ey? Ah doch, die hat doch gesagt nordöstliche Insel. Kann ja nur hier sein. Sonne geht eh wieder auf, glaube ich. Da ist noch eine Muschel. Höhlen im Nordosten. Mit viel Jade. Das ist natürlich kacke, weil wir immer noch verdammte Scheiße nicht Erz abbauen können. Wobei Jade nicht so wichtig ist. Gold ist, glaube ich, wichtiger für uns als Schmied. Angehender Schmied. So, da sollen Höhlen sein. Machen wir erst die Insel? Sagen, ne? Da waren wir ja schon drin. Höhlen. Mal hier. Ist da eine Höhle? Können wir tauchen? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Da irgendwo eine Höhle. Ist hier eine Höhle? Kann ich das markieren? Ist doch alles scheiße hier, ey, Mann. Kila. Nö, das nicht. Rüst der Toten? Zeichen der Ahnen. Symbol aus Jade auf der Karte markieren. Da oben? Ach du Kacke. Da hinten irgendwo. Ist wohl doch eine Höhle, okay. Gut, dass es diese auf der Karte markieren Funktion gibt. Ich hab schon wieder nicht. Gott, verfiss. Es muss doch mal irgendwann in den Kopf gehen. Irgendwie so als Automatismus. Immer wenn du F10 drückst, gleichzeitig auch die Taste da unten drücken. Da ist doch eine Höhle. Hui. Das war kein schöner Sprung. So. Hallo, da bin ich. Da geht's auch noch hoch. Da ist auch wieder mal Jade zum Abbauen. Spitzhacke. Großer Jadebrocken. Ein besonders großer Jadebrocken. Interessant. Interessant? Den bewahre ich besser mal auf. Ja, den brauchst du nämlich für eine Quest. Ups, Gold. Ja, wir klettern jetzt einen Ring. Funkelnder Gold. Hey. Jetzt hier nochmal hochklettern, würde ich sagen. Ne, müssen wir nicht, weil wir nicht hochklettern. Kommen, oder? Springt er da hoch? Komm schon, spring da hoch. Naja, schade. Also zumindest so nicht. Dann können wir direkt wieder zurück zum Dorf. Jetzt geben wir den ab. Ich muss das immer in meinem Kopf Revue passieren lassen, damit ich es nicht vergesse. Entschuldigung dafür. Geben den ab. Haben die Quest dann fertig. Und dann müssen wir Makoto so ein bisschen hier. Ich meine, wir müssen mit dem Körper von ihm dann mit dem Typen reden und sagen, dass die Guchos voll die tollen Typen sind. Wegen der Zutaten. Ja. Ich habe einen ziemlich großen Jadebrocken gefunden. Chi. Er wird das Kopfstück unseres Zepters werden. Gut gemacht, Gucho. Ich habe alle Zutaten. Ich habe dir all deine Zutaten gebracht. Dann ist das Zepter der Ahnen nun bereit. Ich werde es unverzüglich an Hiruto übergeben. Nur dank deiner Hilfe werden wir die Ahnen nun bald wieder besänftigen können. Bitte. Vielen Dank. Bitte. Nimm dies. Es wird dir auf deinen Wegen nützen. Außerdem möchte ich den Zauber des Schwarmes lehren, wenn du bereit bist.
kannst du... Frakoshi. Oh, Kacke kannst du. Ja, Makoto übernehmen. Benutzbar? Vielleicht? Magie? Magie, ne? Makotos Voodoo-Puppe. Ach, du bist doch ein Volldepp. Auf die 6. Ne, auf die... Jetzt. So, Makoto. Du kleiner Pillemann. Bisschen du. Yalla, yalla. Okay, die Nummer 6. Ha! Jedi Macht! So, ich bin jetzt Makoto. Scheiße, ich kann nicht mehr schnell speichern. Fuck! Jetzt nicht! Großes Voodoo, Gucho. Du hast es geschafft. Nicht schlecht, was? Tschi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Ach, halt doch. Die Wille des Lebens ist sehr zerbrechlich. Großer Kraft liegt große Verantwortung und so weiter. Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hiruto. Überzeuge ihn, dass nicht alle Guchos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Das Problem ist, wenn der mit mir reden will, wie mit so einem komischen Eingeborenen. Chaka Hiruto, Makoto möchte mit dir über die Guchos sprechen. Die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Guchos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Guchos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Guchos? Hiruto zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Guchos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Makoto hat seine Meinung über die Guchos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein, wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hiruto Argumente von 3 weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Guchos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hiruto Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. So, die Meinungen der Kila sind Hiruto also wichtig. Chi. Wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Doch bis dahin ist oh, der Krieg gegen den Piraten beschlossene Sache. Oh, sie alle werden den Hike geopfert. Ja, sag mir, was ich machen muss. Ohne guten Grund wird Hiruto seine Meinung über die Guchos nicht ändern. Uwamba, Chaka Hiruto voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat. Wenn wir Kila den Kampf mit den Guchos suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. Okay, muss ich jetzt alle suchen hier und sagen, yo, gib mal einen Tipp ab. Was ist mit dir? Makoto, dieser Tonka hat zu tun. Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Wie hast du mich genannt? Kleiner Tufa, weil deine Füße 2 linke sind. Du wirst niemals ein wahrer Tonka sein. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Ey Junge, du mit deinem Atari-Zeichen, ne? Was hältst du davon, die Guchos zu opfern? Große Bambule mit Guchos? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Vielleicht hast du recht. Chi, natürlich habe ich recht. Makoto kann noch viel von Kami lernen. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein. Heute Tradition. Den gibt's noch. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Okay. Was mit dir? Nee, das ist er.
Dann gibt's die. Hier gibt's noch den einen Typen. Oder ist der gerade am Pennen? Ja, Lama. Der ist nur Statist, möchte ich behaupten. Okay, wir haben den, den. Dann gibt's noch die Händlerin. Ixil grüßt Makoto. Was denkst du über die Gujos? Wieso möchte Makoto das wissen? Ich versuche, Hiruto zu überzeugen. Hirutos Sicht der Dinge ist auch meine Sicht der Dinge. Damit kann ich nicht viel anfangen. Taka? Makoto hat nur laut gedacht. Okay, da gibt's ja nur noch die eine Tussi, oder? Guck mal, nicht da. Ja, da hinten gibt's noch eine. Oder zwei. Erstmal dahin. Gucken wir mal. Wir haben ja noch die, die hier weg will. Weiß nicht, ob die das ist. Oh, meine Freundin. Oha Makoto. Zum Takabahati? Kannst du mir etwas Gutes über die Gujos sagen? Warum Palaver in Sprache der Gujos? Ich möchte den Gujos helfen und lernen ihr Palaver. Uwamba mea Tosheka. Hike sum Kapo. Du wollen wissen, was ich denke von Gujos? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortau und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Gujos verbinden würden. Worte Schutzes. Makoto Chakeke. Makoto Chakeke. Takamaloche? Ganz meine Meinung. Ich dachte, die geht jetzt mit mir ins Bett. Also, natürlich nur, um miteinander sich gegenseitig zu wärmen, während man schläft. Bitte nichts anderes im Sinn. So, jetzt habe ich doch drei, oder? Müsste doch reichen. Junge, wehe. So, die Meinungen der Kieler sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir drei Argumente für den Frieden... Ja, hatten wir das schon, da. Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Die Kieler werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tawonga, Hiruto hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Such weiter. Such weiter. Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug. Tenya sagt, wir Kieler werden beim Kampf gegen die Gujos viele Männer verlieren. Moleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Lass ihn heißen. Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hiruto überzeugt. Ein Kampf gegen die Gujos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Yay! Yeah. Warum habe ich denn Geld bekommen dafür? Ono Palaver, du weißt, was zu tun ist. Ja, ich bin fertig. Achso, ich muss jetzt wieder zu mir selbst gehen. Hi! Was? Ach Gott, der Typ. Nichts, ist schon gut. Das kann warten. Boah, wir sind Gott sei Dank bald durch. Hoffentlich kommt er nicht mit auf die andere Insel. Hoffentlich. So. Junge, erzähl. Höre. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ach ja? Chi, ich werde die Piraten dulden auf unserer Insel. Aha. Vorerst. Woher jetzt der Sinneswandel? Mein Volk sprach in Weisheit zu mir. Ich werde auf seine Stimme hören. Tja, dann sag ich mal, den Ahnen sei Dank. Danke dir für deinen Rat. Hier, nimm dies, Friedensstifter.
Nochmal Geld, mein Gott. Ich habe Tenya geholfen, das Zeichen der Ahnen zu fertigen. Ist das so? Nun gut. Dann hast du dich als würdig erwiesen, in unseren Stamm aufgenommen zu werden. Will ich nicht, nein! Wir werden die Zeremonie der Anrufung abhalten. Dann werden wir sehen, ob die Hike dich erhören. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Gut. Hoshi der Kieler. Hiroto wird dir zuhören. Doch wisse, der Pirat Slim hat unseren Boden entehrt. Er ist Kabuki für uns, Kieler. Ja? Kurz gesagt, er hat Mist gebaut. Chi, er hat Gaia erzürnt mit seiner Anwesenheit. Böse Aura. Tao, der Tod, erwartet ihn bereits. Sag, wie würdest du an Hirotos Stelle handeln? Ach komm her. Verschone sein Leben. Seele plus 1. Ah, Seele plus 3. Nice. Er wurde getäuscht und hat eine zweite Chance verdient. Ich sehe deine Entschlossenheit. Gut. Dieses eine Mal werde ich den Rat eines Gutschus achten. Geh nun. Guter Mann. Und berichte ihm von meinem Urteil. Ja, ich würde gerne speichern. Nicht, dass ich gleich auf einmal aufgenommen werde. Wann können wir die Zeremonie starten? Ich muss mir erst noch die Worte der Anrufung gründlich einprägen. Wenn ich dabei einen Fehler mache, kann das Böse enden. Wir haben schon Sorgen genug. Der Geisterkapitän ist schon wieder mit seiner Flotte in der Nähe unserer Insel gesichtet worden. Wir könnten hier die Hilfe deiner Ahnen gebrauchen. Meine Ahnen, sagst du? Die alten, längst vergessenen Piraten? Warum eigentlich nicht? Dabei fällt mir der alte Admiral Alvarez auf Antigua ein. Ich sollte mal mit ihm sprechen. Vielleicht weiß er ja wirklich, was zu tun ist. Gut, aber beeile dich. Wir haben nur wenig Zeit. Mögen die Hike dich leiten. Ist mir egal. Bin ich jetzt fertig? Also ich weiß, dass ich noch ein paar Quests habe im Inventar. Ich hab den Häuptling davon über... Jo. Oh Mann, danke. Ab heute werde ich eine ehrliche Haut. Ich verspreche dir. Ich verspreche. Ich werde ab sofort jeden Tag eine gute Tat vollbringen und... Jetzt halt einfach den Rand und mach, dass du von hier verschwindest. Danke nochmal. Ich breche auf zum Piratenlager. Wir sehen uns. Bitte dich doch. So. Ja, wir sind fertig. Dankeschön. Ich weiß Bescheid. Wir gucken mal ganz kurz nach im Logbuch, was wir nächste Folge noch machen müssen. Also. Hila. Buß, das Tafelsilber. Ach, da müssen wir mehrere Sachen gehen. Können wir jetzt 10 Tafelsilber und Pokale bringen? Er macht mir dafür einen guten Preis. Okay, dann kriege ich nochmal ein Endding. Schön. Sicher ist sicher. Ja, Mita hat den Wunsch von den Piraten. Okay, das ist klar. Der Schatz von Captain Finch. Zerbrochenes Erbe. Er ist beim Lagerhaus auf Antigua zu finden. Das ist woanders. Karte markieren. Das hier irgendwo? Das ist da hinten toll. Da komme ich nicht hin. Jetzt noch nicht. Also eigentlich müssten wir nur noch ins Piratenlager. Admiral Alvarez, das wollen wir ja nicht. Da können aber trotzdem mal da vorbei. Düsen, was müssen wir hier machen? Er möchte, dass ich mich um Dämonenjäger in Kanada kümmere. Viele von ihnen brauchen Hilfe, um den Weg zu... Habe ich das nicht schon alles gemacht? Ja doch, oder? Er hat mir halt schon angeboten, dass ich mich denen anschließe, glaube ich. Bericht an Admiral Alvarez muss ich ja eh machen. Ich glaube, wir könnten jetzt einmal zu Boozy Boy gehen. Alchemist und Jäger und Schnapsbrenner. Jäger und Schnapsbrenner? Was ist denn das? Ach, er! Ja, aber er hat ja gar nichts mehr für uns. Oder? Moment, hab ich das eigentlich mal nachgeguckt, was er uns genau anbietet? Gut antrinken, trinken. Nö. Alles langweilig. Okay, wir düsen jetzt zu denen. Und wenn es nicht klappt, müssen wir eine Nacht pennen. Das machen wir aber nächste Folge. Ich glaube, ich mache keine mehr. Also ich kann keine mehr machen, weil ich echt schon
mehr als überfällig bin. Ich muss jetzt nämlich noch weg. Also, na, möge die Macht mit euch sein und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Viel Spaß heute Abend noch. Wir haben Samstag. Jetzt nicht. Also, das ist jetzt so die... Ich habe jetzt 8 Folgen im Vorlauf. Also, in 2 Wochen Samstag. Vielleicht kommt sie raus. Feiert schön. Ich werde es tun. Auf Wiedersehen. Tschüss.